Ja, heute wollen wir uns mal den Vergleich anschauen zwischen den Writer von LibreOffice und dem Microsoft Office, das Word. Ich habe hier mal den Writer aufgemacht. Man sieht hier, man erkennt eigentlich ein paar Ähnlichkeiten. Wenn ich das hier mal hochschiebe, hier unten sehen wir Microsoft Word. Hier sehen wir, hier haben wir unseren Dateibereich, also Hintergrundbereich. Dann hier bei Start sind praktisch die hauptsächlichen Funktionen vertreten, während dann hier unter Einfügen Dinge zu finden sind, die man hier ins Dokument einfügen kann, Seitenlayout und so weiter. Okay, schauen wir uns mal den Writer nochmal genauer an. Hier haben wir keine Ribbons, so wie hier. Ja, das sind die einzelnen Registerkarten. Hier haben wir sogenannte Pull-Down-Menüs. Das heißt, man klickt hier drauf und dann erscheint hier ein Textmenü, das sich ziemlich weit nach unten fortsetzt. Wir haben hier Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format und so weiter. Wir haben aber noch zusätzliche Dinge. Und zwar, wir haben also einmal hier diese Menüleiste, wo diese Pull-Down-Menüs drin sind. Dann haben wir hier eine Funktionsleiste. Hier sind so Dinge dabei wie neues Dokument öffnen, speichern, Dokument als E-Mail senden, als PDF exportieren. Also alles Dinge, die wir eigentlich hier unter Datei finden. Oder hier in der Schnellstartleiste, wenn wir es verfügbar gemacht haben, wie zum Beispiel Speichern und Drucken. Und dann haben wir hier noch die Formatierungsleiste. Da sind eigentlich die hauptsächlichen, gebräuchlichsten Formatierungswerkzeuge zu finden, die wir auch hier finden können, hier unter Start, Schriftart und Absatz. Ansonsten gleicht sich das eigentlich. Also hier haben wir auch eine Zoom-Funktion, indem wir hier diesen Schieber nach links und rechts schieben können, so wie bei Microsoft auch. Auch hier nach links und rechts schieben oder hier auf das Minus und das Plus klicken. Das funktioniert hier natürlich auch. Ja, was finden wir hier noch? Wir haben hier Formatvorlagen. Das finden wir hier versteckt. Hier haben wir einmal Standardformatierung, Textkörper, Titel, Untertitel, Überschrift 1, 2, 3. Und das finden wir hier eben auch. Überschrift 1, 2, 3, Titel, Untertitel, Zitate, je nachdem, was wir hier brauchen. Schriftgröße kann man hier finden. Das kann man auch hier entsprechend überschreiben. Also man kann hier auch 12 5 eingeben und hier natürlich auch entsprechend, hier kann man natürlich auch entsprechend die Schriftgröße händisch eintragen. Was jetzt hier fehlt, ist so eine Schnellstartleiste mit Symbolen, die immer sichtbar sind. Ja, die gibt es halt hier eben nicht, aber ansonsten war es eigentlich schon hier im Vergleich. Also wie gesagt, der Unterschied Pull-Down-Menüs im Vergleich zu den Registerkarten in Word. Hier haben wir vielleicht noch unter Extras, ist ganz interessant, was wir hier entsprechend finden können, und zwar Makros. Das ist hier im Word etwas versteckt. Wenn wir hier Makros haben möchten, dann müssen wir hier sehr tief eintauchen. Also Datei braucht man hier, dann Optionen. Und hier unter den Optionen Menüband anpassen und die Entwicklertools kann man hier mit dem Häkchen einschalten. Und dann erst haben wir hier bei den Entwicklertools die Makros. Also das ist hier noch etwas einfacher. So war es früher übrigens auch aufgebaut. Das Word bis zur 2003er Version sah ungefähr genauso aus. Ab der 2007er Version, da wurde dann angefangen,
mit entsprechenden Registerkarten zu arbeiten. Man hat das damals einem Institut übergeben für Ergonomie und man meinte, dass so das Handling von Microsoft Word besser wäre. Wie gesagt, so sah es früher aus. Wer das alte Office von Microsoft noch gewöhnt ist, der wird sich hier eigentlich gut zurechtfinden. Hier unter Extras war auch immer der Serienbriefassistent zu finden. Dann unter Hilfe, da ist dann auch noch die Hilfefunktion, Updates und Info zu LibreOffice. Da haben wir noch die Version 4. Mittlerweile gibt es die Version 5. Kann man bei Gelegenheit mal entsprechend updaten. Ja, schauen wir uns die einzelnen Funktionen nochmal an. Also hier speichern, Dokument als E-Mail, drucken, Seitenansicht. Seitenansicht, wenn wir hier draufklicken, haben wir praktisch hier die Druckvorschau. Die können wir natürlich auch wieder schließen, eben hier auf Seitenansicht schließen klicken. Und naja, wenn wir jetzt hier entsprechend etwas schreiben. Hallo Welt. So, dann kann man hier natürlich hier entsprechend mit markieren und das entsprechende Icon hier entsprechende Formatierungen vornehmen. Zentriert, rechtsbündig, linksbündig. Blocksatz sieht man jetzt nicht. Das müsste dann eine ganze Zeile lang sein. Hier ist links nach rechts, das kenne ich gar nicht. Ah, okay, na gut. Dann haben wir hier Nummerierung oder Aufzählungszeichen. Ah, hier haben wir den Einzug. Okay. Einrücken. Dann einmal die Zeichenfarbe. Ne, das sind etwas mehr Farben auf einmal dargestellt. Hier haben wir noch die Unterstreichung. Und hier noch die Hintergrundfarbe. Schauen wir mal bei der Hintergrundfarbe. Genau, das wirkt sich dann entsprechend auf die ganze Zeile aus. Ja, und dann hier noch die Funktionen ausschneiden. Und mit dem Klemmbrett, hier kann man dann wieder entsprechend einfügen. Und hier hätten wir noch die Funktion kopieren. Und mal schauen, ob STRG V hier auch funktioniert. Wunderbar, funktioniert. Alles klar. So, hier noch die zwei Pfeile für rückgängig. Also einmal hier Aktion rückgängig machen und man kann sie aber auch wiederherstellen. Ja, dann hätten wir hier noch die Absatzmarken zum Ein- und Ausblenden, die Hilfefunktion. Dann haben wir hier noch Datenquelle, das ist ganz interessant. Vielleicht für Serienbriefe und hier Clipart Galerie aufgeteilt, hier noch in entsprechende Kategorien. Was haben wir hier noch? Zeichenfunktion. Ah, genau, sowas früher auch. Das heißt, wenn man hier entsprechende Symbole, Zeichen einfügen wollte, dann musste man hier nochmal eine Zeichensymbolleiste einfügen oder aktivieren. Das ging mit dieser Schaltfläche. Und wenn man hier dann draufklickt, dann kann man hier entsprechend dann Formen einfügen, die man entsprechend hier benötigt. Was haben wir noch? Tabelle. Ah, okay. Ich gehe mal hier außerhalb hin. Und dann bei Tabelle, das funktioniert also auch noch so wie in Word. Man kann hier also hier die Spalten und die Zeilen entsprechend aufziehen, wenn ich jetzt hier klicke. Dann habe ich hier entsprechend die Tabelle oder man sagt dann hier einfach weitere und ich kann hier Zeilen und Spalten entsprechend hier manuell einfügen. Na gut, soweit der Überblick über den Writer. Das LibreOffice besteht ja noch aus mehreren Programmteilen. Wir haben hier, ja, das will ich nicht speichern, ohne zu speichern. Wir haben hier im LibreOffice noch ein Excel-Pendant, das nennt sich Calc. Wir haben auch ein PowerPoint-Programm, das nennt sich hier Impress. Und wir haben noch ein Programm zum Zeichnen, das nennt sich Draw, das aber dann in einem anderen Video.